Okay, Leute. Ich konnte es gestern. Es war seit Mittwoch, war es hier. Mittwoch dieser Woche. Und ich konnte es seit gestern das erste Mal in den Händen halten. Das ist mein erstes selbstgeschriebenes Buch. Gesichter der Furcht. Von Christoph Schmuck. Horror-Kurzgeschichten von Creepypasta Punch. Das bin beides ich. Mich erreichen immer wieder Leute, die mir sagen, hä, ich verstehe nicht, ich dachte, du hast selbst geschrieben, wer ist dieser Christoph? Und ich bin so... Das ist hier. Wie viele Seiten? Ja, 240 Seiten. Ich nehme das Buch auf der Polaris mit. Immer wenn ihr mich seht, ihr habt es dabei, signiere ich es euch, ne? Aber wenn ihr es auf der Polaris mit habt, werde ich es euch natürlich auch selbstverständlich signieren. Das ist ja auch der Sinn teilweise davon, ne? Deswegen, es ist so cool. Es ist so, 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 so cool, das in den Händen zu halten. Vor allem, pass mal auf, warte mal. Guck mal hier. Guck mal, wer das ist. Guck mal, wer das ist. Das bin ich. Das bin ich. Christoph Schmuck vom YouTube-Kanal Creepypasta Punch erzählt leidenschaftlich gerne Gruselgeschichten und fasziniert damit mehr als 1,2 Millionen Fans. Für seine Community recherchiert und inszeniert er nicht nur urbane Legenden aus dem Internet, sogenannte Creepypastas, er schreibt auch eigene Stories. Mit seinem ersten Buch begeistert er Horror-Junkies jetzt auch offline. Ihr hört es schon raus, erstes Buch, ich sitze am zweiten, Leute. Also für die von euch, die es schon haben und es gelesen haben und es mochten, ich sitze am zweiten, ich gebe mir höchste Mühe, dass heute in einem Jahr das nächste Buch rauskommt. Oder nicht heute in einem Jahr, aber halt, ne, in einem Jahr das nächste Buch rauskommt. Und ja, ich bin... Wo muss man das bestellen, um es signiert zu erhalten? Eine signierte Bestellfassung gibt es noch nicht. Ihr könnt aber, wenn ihr, ich bin auf Messen, ich bin auf der Frankfurter Buchmesse, ich bin auf der Polaris in Hamburg, dort bin ich auch da, um halt zu signieren, das heißt, wenn ihr es gekauft habt und dorthin kommt, werde ich da sein, es wird vielleicht auch Termine geben, wo ich durch Deutschland fahre und Lesungen habe oder so, da könnt ihr dann auch zu mir kommen, also bisher gibt es noch keine signierten Fassungen zu kaufen, nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Bestseller Nummer 1 ist Thriller über Parapsychologie auf Amazon. Nice. Das ist immer wieder, es kommt immer wieder in die Amazon-Bestseller rein. Das ist voll cool. Es war auch zum höchsten, was auf der Gesamt-Bestsellerliste irgendwie Platz... Manche hatten mir gesagt, Platz 5 war es. Das habe ich aber nie gesehen. Platz 8 war, glaube ich, das höchste, was ich gesehen habe. Auf jeden Fall war es in den Top 10 der Amazon-Büchercharts gewesen. Also von allen Büchern auf Amazon, die verkauft wurden. Und das ist halt, das ist ultra krass, dass das geklappt hat. Dieses Buch, ne, kommt ja. Dieses Buch kommt ja eigentlich am 25. September raus. Und ich sage eigentlich, und dabei meine ich, nein, es kommt am 25. September raus. Ab dem 25. September wird es in Buchläden und online fertig raus sein und versandt werden. Eine Sache, die viele von mir geschrieben haben, war, man, bei Amazon steht, ich bekomme es erst Anfang Oktober. Das stimmt nicht. Das, was bei Amazon steht, stimmt nicht. Ich habe da mit meinem Verlag drüber geredet und mein Verlag hat gesagt, das ist ein Sicherheitspuffer, den Amazon nennt. Amazon hat in einer sehr großen Menge Bücher bestellt gehabt, damit sie genug haben, aber hat trotzdem einen Sicherheitspuffer angegeben. Aber ihr könnt sehr, 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 sehr sicher sein, dass es um den 25.09. bei euch ankommt. Das bedeutet, rechnet damit, dass es vielleicht am 23. da sein könnte, es könnte am 25. da sein, am 26. Höchstwahrscheinlich wird es nicht erst im Oktober da sein. Das ist lediglich, damit Amazon sich schützt oder sichert. Also macht euch da keine Panik. Aber manche haben es vielleicht online schon gesehen, dass einige bereits das Buch haben. Und da bin ich genauso überrascht, wie die das jetzt herausgefunden haben. Denn dass jetzt schon einige Leute dieses Buch haben, dürfte nicht sein. Und das ist auch nicht gut, dass das der Fall ist. Denn ihr müsst wissen, wir verkaufen dieses Buch ja über unterschiedliche Plattformen. Die erfolgreichsten Plattformen, wo es verkauft wird, sind natürlich Amazon auf der 1 und Thalia auf der 2. Und Thalia wurde mitgeteilt, Release-Termin 25.09. Nicht vorher. 25.09. 25.09. Dann geht's raus. Und Thalia war so, jo, alles klar, tragen wir so ein, alles perfekt. Eine Woche vor Release waren sie so, oder jetzt 10 Tage vor Release waren sie so, schicken wir raus. Thalia hat sich einfach selber entschieden, dass es ihnen völlig egal ist, was wir für einen Termin durchgeben, weil Thalia gesagt hat, nö,
wir machen das jetzt. Wisst ihr, ich kann verstehen, dass es für den Käufer schön ist, wenn es früher ankommt. Ich kann verstehen, dass es für den Käufer schön ist, dass das Buch früher da ist. Aber tatsächlich könnte der Fakt, dass Thalia es jetzt schon rausgeschickt hat, mir unfassbar große Probleme machen und mir den Release des Buches ordentlich versauen. Der Fall, dass das jetzt schon rausgeschickt wird, kann mir richtig krass die ganze Sache zerschießen. Und ich bin jetzt schon sehr besorgt, was das Ganze angeht. Denn ihr müsst Folgendes wissen. Eine Sache da, es ist möglich für mich, beziehungsweise ne, für alle, die mitgearbeitet haben, dass dieses Buch auf die Spiegel-Bestsellerliste kommt. Es könnte sein, dass dieses Buch in die Top 20 Spiegel-Bestseller kommt. Und wenn dies passiert, dann wird auf dieses Buch ein Aufkleber kommen mit Spiegel-Bestseller und ich werde mich mein Leben lang Spiegel-Bestseller-Autor nennen dürfen. Das ist ne, mein großer Wunsch war es, ein Buch zu veröffentlichen. Das ist mein Zweitwunsch, dass ich auf die Spiegel-Bestsellerliste komme und mich einen Bestseller-Autor nennen kann. Damit das klappt, muss Folgendes passieren. Es werden die Verkäufe der ersten Woche gezählt. Die Verkäufe der ersten Woche, wenn das Buch rauskommt, werden reingezählt und anhand dieser Verkäufe wird ermittelt, wie viel wurde verkauft, wurden genug verkauft, damit man in die Bestsellerliste kommt. Nun gibt es das Problem, dass dadurch, dass Thalia die Sachen jetzt schon rausschickt, sie jetzt schon als verkauft zählen. Und das kann zwei Probleme mit sich bringen. Also die ganze Sache ist jetzt schon gegessen. Es könnte das Problem mitbringen, dass alles, was über Thalia nicht, also alles, was über Thalia verkauft oder verschickt wurde, beziehungsweise ne, alles über Thalia, die Sache ist jetzt schon durch, da kann man nichts mehr machen. Aber dass alles über Thalia nicht reinzählt in die Bestsellerliste für mich. Oder, was schlimmer gewesen wäre, aber wo mein Verlag meinte, da brauche ich mir keine Sorgen machen, ist, dass die Woche jetzt zählt. Das würde bedeuten, nur die Verkäufe von Thalia zählen und alles andere zählt nicht. Mein Verlag hat mir gesagt, ihres Wissens zählen auch die Sachen von Thalia, rein. Soweit sie informiert ist, soweit sie Bescheid weiß, zählen zu früh rausgeschickte Exemplare, wie im Fall von Thalia, trotzdem in die erste Verkaufswoche rein, die am 25. beginnt. Sie fragt das nochmal nach, weil sie eben die Informationen sicher haben will, aber ihrer Meinung nach klappt alles, also soll ich mir keine Sorgen machen. Aber es ist halt nicht sicher und deswegen bin ich die ganze Zeit halt so on edge, weil es wäre halt richtig, 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 richtig bitter, wenn es geklappt hätte zum Beispiel mit der Spiegel-Bestsellerliste, aber jetzt nicht klappt, weil Thalia sich entschieden hat, wir geben einen Scheißdreck auf das Ganze und schicken es einfach raus. Und da kann ich auch leider nichts machen, weil ich kann Thalia nicht sagen, hol die Bücher zurück, das geht nicht, das ist auch ne, nicht denkbar, es macht auch keinen Unterschied. Also alles, was jetzt über Thalia auch bestellt wird, ist völlig in Ordnung, jetzt ist die Sache nämlich eh gelaufen. Aber Thalia ist das auch egal. Thalia hat's halt verkackt. Ich hoffe, es klappt, Christoph, ich hoffe auch. Das ist nur ein bisschen so, ich bin so hyped gewesen die ganze Zeit auf den Release des Buches und dann wollte ich gestern wollte ich mein Buch zum allerersten Mal in den Händen halten und habe dann online gesehen, dass manche es schon vor mir hatten. Bevor ich mein eigenes Buch das erste Mal in den Händen gehalten habe, hatten andere Leute das Buch schon. Wenn es nicht so wäre, wie dein Verlag gesagt, hätte es schon vorher Stress von anderen Leuten gegeben, die ein neues Buch rausgebracht haben. Ich denke, es wird alles gut. Ja, ich hoffe, es beschäftigt einen natürlich ein bisschen, weil halt noch keine Sicherheit da ist. Und das ist halt alles, ne? Alles ein bisschen doof und naja. Wie gesagt, viele Leute, gerade was Bücherkauf angeht, haten ja Amazon, ne, weil unterstützt lokale Geschäfte, ist ja auch richtig, und Buchläden und so. Aber Amazon baut keine Scheiße, was das angeht. Amazon ist, was da angeht, sehr koordiniert. Was schön ist, als Autor. Der Stand der Dinge, den ich habe von meinem Verlag, ist, dass alles zählen sollte, dass alles klappen sollte. Ich mir da also nicht wirklich Sorgen machen muss. Deswegen versuche ich, das Ganze einmal wegzuschieben. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr hyped. Ich bin richtig hyped. Dieses Buch war nämlich auch tatsächlich jetzt, Thalia hat es ja
offiziell released für sich. Und da ist es tatsächlich auch von allen Büchern Platz 17 der Bestsellerliste gewesen. Sprich, von allen Büchern auf Thalia war es für einen gewissen Zeitraum Platz 17 der Bestsellerliste. Das ist sick. Das ist so sick. Ich bin auf jeden Fall hyped. Ne? Wenn es nicht klappt mit der Bestsellerliste, dann ist es so. Dann machst du nichts, ne? Aber wir schaffen das. Aber das ist halt so ein bisschen blöd, weil eigentlich hatte ich gehofft, so diese Zeit jetzt, diese Wartezeit, bis das Buch da ist, einfach nur aus Freude und Aufregung passiert, dass so der Tag, wo es released wird, kommen die Nachrichten rein, hey, es ist da, es ist hier, es ist hier, es ist hier und so. Und jetzt ist das halt alles so plätschernd und ja. Was willst du tun? Was willst du tun? Was willst du tun? Ist ein bisschen doof gelaufen. Passiert hoffentlich nicht wieder. Aber ja. Gibt's dann heute im Stream eine Leseprobe? Ich mache keine Leseprobe mit euch. Die Geschichten bleiben geheim. Bis die Leute, die es gelesen haben. Aber wie gesagt, wenn ihr es gelesen habt, ne? Wenn es da ist, ob über Amazon, wo auch immer. Schreibt gerne Bewertung, wenn ihr wollt. Auch ehrliche Bewertung. Ich freue mich einfach drauf zu lesen, wie ihr es findet. Ich bin sehr gespannt. Es sieht schon nice aus. Ja, es sieht so nice aus. Und Leute, dieses Bild hier, diese Hände, diese beiden. Das ist ja das neue Tattoo-Design, was ich kriege. Das ist das Tattoo-Design, was ich hier hinkriege, auf den Unterarm. Kommt dieses Design hier. Diese zwei Hände. Ich freue mich da extrem drauf. Bin ich sehr gespannt. Deswegen, Hype. Ich hype mich weiter. Ich hype mich weiter. Und wie gesagt, der Fall, dass ja mein Verlag mir gesagt hat, es ist alles gut, ist jetzt erstmal die Info, die wir nehmen. Und dann gucken wir weiter, was hat. Aber ich muss noch was sagen. Ich bin gleich wieder da. Okay, ich hole kurz was. Einen Moment. Wird das Buch auch in Österreich erhältlich sein? Ja, sollte es. Ich habe, weil jetzt ja quasi der Release ist vom Buch, habe meine Eltern mir ein Release-Geschenk gegeben. Das war so Schokolade, ein Sekt hatten sie. Und meine Mutter hat dieses Buch hier gemacht. Ich wünsche mir, ein Autor zu werden. Also, ich habe mir bis vor 5 Jahren nicht gewünscht, ein Autor zu werden. Das war jetzt nicht mein Kinderwunsch. Aber das ist so süß. Meine Eltern hat reingeschrieben, lieber Christoph, gönne dir einen Moment der Ruhe, lehne dich zurück und freue dich einfach mal an all dem, was du in deinem Leben schon erreicht hast. Du kannst wirklich stolz auf dich sein. Wir sind es. Alles Liebe, Mama und Papa. So süß. So süß. Und dann hat Mama hier so Bilder von mir reingenommen. Und was halt so cool ist, hier sind teilweise halt, ne, teilweise Bilder, die ihr kennt, ne, Bilder von Instagram. Aber hier sind halt auch so, die haben extra ganz viele Fotoalben durchgeguckt, um Bilder von früher zu finden. Also reinzunehmen. Und deswegen zeige ich euch jetzt Kinderfotos von mir. Wie gesagt, die Bilder, die kennt ihr ja, die ich auch auf Instagram habe. Die brauche ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. So. Hier zum Beispiel, das sind Bilder von meiner Konfirmation. Dann haben wir hier. Das sind Kinder, das bin ich. Könnt ihr das gut sehen? Das bin ich. Und das sind mein Bruder und ich. So ein süßes Kind, ja, ne? Verdecke mal das Bild, wo ich nackt bin. Man sieht nichts, aber trotzdem. Zur Sicherheit. Ja. Wie gesagt, man sieht nichts. Ich sitze in der Badewanne und bin bedeckt, aber trotzdem. Guckt, wie. Was bin ich für ein süßes Kind? Ich meine, guckt mal, wie süß ich bin. Eine Reise durch meine Kindheit. Das ist so süß, dieses Buch. Das ist so süß. Dieses Bild, wie ich im Klo gefallen bin. Das verdecke ich auch, weil immer komische Leute im Internet. Das ist so süß. Und hinten steht dann drauf, ich hab's geschafft, Autor. So süß! Meine Eltern sind immer so niedlich. Die sind immer so niedlich.
Aber ja, das ist halt auch so eine Sache. Eigentlich Release wäre das Ganze gewesen. Jetzt haben wir den Release vorgezogen, das mit dem Geschenk und so. Aber da machst du halt nichts, ne? Es ist auf jeden Fall, ich bin so hyped. Ich bin so hyped auf den offiziellen Release. Der offizielle Release ist in 8 Tagen. Und ich bin so aufgeregt. Morgen in einer Woche kommt es offiziell raus. Und dann bin ich gespannt. Weil dann kommen die Informationen rein und ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe keinerlei Ahnung, ob es klappen wird, ob sowas mit der Spiegel-Bestsellerliste klappen kann. Ich war nie davon ausgegangen, dass es klappen könnte, aber der Verlag meinte, wir haben gute Chancen. Deswegen, ich bin so neugierig, ob es klappt. Wenn es nicht klappt, ist es nicht tragisch, ist nicht schlimm. Aber wenn es klappt, dann irgendwie muss man das dann feiern. Irgendwie müssen wir das dann feiern. Wird das Buch dann eigentlich auch in lokalen Buchhandlungen erhältlich sein? Ja! Das Buch könnt ihr dann auch theoretisch zum Beispiel in ein Thalia gehen oder Hugendubel und es sollte dort ausliegen. Ob es in jedem überall liegt, natürlich weiß ich nicht, aber es sollte eigentlich in den Läden ausgestellt werden. Wird es auch ein Hörbuch? Da sind wir noch am Diskutieren. Ich habe mich lange nicht mehr auf ein Buch gefreut, aber da bin ich auch hyped. Ich bin halt so, hat irgendwer von euch schon ein paar Geschichten gelesen? Falls es jemand schon gelesen hat oder wenn ihr es durchgelesen habt, sind in dem Buch Bilder. Ich zeige euch mal ein Bild, Leute. Wollt ihr mal ein Bild sehen? Es sind Bilder. Jede Geschichte hat ein Coverbild. Und die Bilder, ne, haben auch einen Sinn teilweise. Ich habe da mitgedacht. Die Bilder hat übrigens Dominik Jell gemalt. So ein guter Künstler. Holy shit. Wie lange hast du dran gearbeitet? Also, schwierig zu sagen. Ich habe an diesem Buch 5 Jahre gearbeitet. Aber ich habe nicht 5 Jahre aktiv daran gearbeitet. Vor 5 Jahren habe ich die erste Geschichte geschrieben, habe dann eine lange Pause gemacht, habe dann eine weitere Geschichte geschrieben, habe dann eine lange Pause gemacht und dann ungefähr vor einem Jahr habe ich mir gedacht, hey, ich habe so viele Ideen, ich habe so viele angefangene Stories und Plot-Twists und sonst was zusammengesucht. Ich setze mich mal ran und versuche das wirklich zu machen. Deswegen, ich glaube, wirklich dann gearbeitet, kann man so sagen, ja, 1 bis 2 Jahre, denke ich. Gegen Ende hatte ich halt einen guten Rhythmus drin und jetzt bin ich halt viel, viel besser da drin, das auch schneller zu machen. Deswegen würde ich sagen, so, ja, ein Jahr dauert sowas. Und wie gesagt, ich habe jetzt das neue Buch, habe ich schon ein ganzes Ende geschrieben. Und deswegen denke ich, wird das auch klappen, dass wir zur Halloween-Zeit, ne, Ende September, wie dieses Jahr, nächstes Jahr das zweite Buch rausbringen. Der Verlag hat auf jeden Fall Anzeichen gemacht, dass er Lust hätte, einen zweiten Teil rauszubringen. Weil sie hatten auch reingeschrieben, wir sehen uns dann zum zweiten Band. Deswegen, es wäre sehr, 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 sehr cool. Wird das zweite wieder ein Kurzgeschichtenbuch oder ein Roman? Wenn ich nicht eine Kurzgeschichte schreibe, wo ich mir so denke, boah, die ist ein absolut gigantischer Banger und da fällt mir noch Milliarden Sachen ein, würden es Kurzgeschichten sein. Weil, ihr müsst wissen, Kurzgeschichten sind das, was ich als Literatur liebe. Ich finde, Romane sind häufig gezogen. Romane sind so langwierig und an einigen Stellen langsam. Du hast einen Roman und hast dann, das habe ich schon mal gesagt, du hast dann diese Teile wie zum Beispiel, ich wachte auf und der leichte Sommerwind wehte durch meine weißen Gardinen herein und umspielte meine Nase. Er erinnerte mich an die Zeit damals, wo ich früh aus der Schule ging, noch ein paar Minuten im Park wartete und einfach nur den Vögeln dabei zusah, wie sie über mich hinwegflogen. Ich weiß noch, wie ich damals die Enten im Teich quaken hörte. Ich weiß noch, wie ich die Kinder spielend mit den Bällen sah. Es war allgemein eine beruhigte Zeit. Ich dachte so nach, während ich in meinem Bett auf meinem aufgeschüttelten weichen Kissen lag und währenddessen meinen Blick über die Holzmöbel in meinem Zimmer schweifen ließ. Sowas ist halt fucking langweilig. Ich weiß, manche Leute mögen es. Manche Leute mögen es, weil es eben einen erklärt, wie die Szenerie besser aussieht. Weil man da ein bisschen besser nach sich reinfinden kann. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich mag das nicht, vor allem bei Horror. Wenn Horror-Kurzgeschichten liebe ich, sind die Creepypastas oder diese Reddit-Geschichten oder so, weil sie halt kurz und bündig sich auf das Wichtigste
fokussieren. Alles, was in einer Geschichte vorkommt, oder zumindest das allermeiste, muss relevant sein in einer Kurzgeschichte. Eine gute Kurzgeschichte braucht Relevanz. Und es ist immer so, wenn eine Kurzgeschichte lang ist, je länger sie wird, desto befriedigender muss am Ende der Plot-Twist sein. Und ich finde, ein Roman kann das immer nicht tun. Du liest 300 Seiten eine Geschichte, hast am Ende einen Plot-Twist, aber der muss da wirklich so unfassbar krass sein, das habe ich noch nicht erlebt in einem Buch. Und bei Horror-Kurzgeschichten, du kannst die Plot-Twists so krass machen. Alles ist prägnant. Du erinnerst dich an alles aus dem Text. Und dann kommt so ein Plot-Twist, der die Fresse haut. Sowas liebe ich halt. Also magst du die Herr-der-Ringe-Bücher nicht? Tolkien schreibt ja genauso. Ich habe die Herr-der-Ringe-Hörbücher gehört. Für so eine Autofahrten, wo du dir ein Hörbuch anhörst, finde ich es gut. Aber ich würde es nicht lesen. Ich würde es nicht aktiv selber mich hinsetzen und lesen. Szeneriebeschreibung kann für die Story wichtig sein. Definitiv. Auch in meinen Geschichten gibt es natürlich Szeneriebeschreibungen. Und zwar so weit, wie es relevant ist. Aber ich brauche euch nicht eine Information nennen, die sinnfrei ist. Sagen wir zum Beispiel, wir haben eine Horrorgeschichte in einem Bus. Und dann beschreibe ich zum Beispiel kurz die Leute im Bus. Ich beschreibe, dass der Bus alt ist. Ich beschreibe vielleicht, dass er durch einen seltsam unbeleuchteten Teil der Stadt fährt oder so. Das sind Sachen, die Stimmung erzeugen. Aber ich bräuchte euch jetzt nicht erklären, dass der Bus weiße Farbe hat und einen roten Streifen an der Seite, wo der Name der Firma Colorline steht oder so. Das tut nicht wirklich was zur Sache. Das sind halt nice to know, aber braucht ihr diese Info? Verstehst du, was ich meine, Dofi? Ja. Deswegen, Kurzgeschichten sind für mich das, was ich so liebe. Also, ich persönlich liebe Kurzgeschichten am meisten. Ich freue mich schon, wenn du das Buch hast, Dofi. Ja. Dofi kriegt ein besonderes Buch, weil Dofi kriegt ein Buch mit einer Widmung. Deswegen, einige Leute, der Verlag hat mir einige Leute gegeben, die ich raussuchen konnte, die ich das Buch so zuschicken konnte und Sophie war so die erste, der ich zuschicken will. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch, dir das zuschicken. Wo bleibt mein Buch mit Widmung? Juno, sehen wir uns auf der Polaris oder der Frankfurter Buchmesse, dann bekommst du eine Widmung. Dann haue ich die dir da rein. Und zwar quer über alle Seiten. Ich bin so gehypt. Ich bin so stolz auf dieses Buch. Ja, es ist halt, ne, es gibt ja manche Leute, manche Influencer, die halt Ghostwriter und so haben, die das sowas nicht selber schreiben. Aber wenn man jetzt, wie in meinem Fall, diese Geschichten alle selber geschrieben hat, das ist halt schon ein krasses Gefühl, ein krass stolzes Gefühl, das man da hat. An welchen Tagen bist du auf der Polaris? An allen. An welchen Tagen bist du auf Frankfurt auf der Buchmesse? Samstag und Sonntag. Bin ich. Am Samstag und am Sonntag bin ich auf der Frankfurter Buchmesse. Bekommt deine ganze Familie und Caro auch ein Buch mit Widmung? Meine Eltern so haben sich auch Bücher bestellt und die kriegen auch Widmung. Meine Mutter hat sich zwei Bücher vorbestellt und zwar bei den beiden lokalen Buchläden in meiner Heimatstadt. Weil sie war so, das hat mein Sohn geschrieben. Und sie war danach enttäuscht, weil der Verkäufer war relativ desinteressiert an der Situation.